Servus und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin der Baby007 und ihr seht schon, hier liegt einiges rum. Es kamen heute Pakete. Ich wollte eigentlich direkt vor der Kamera öffnen, aber dann, nachdem es nur zwei Pakete waren, einmal von Amazon und einmal von Wish, also aus Japan, ich habe die bei Wish bestellt, da keine Einlagen dabei sind, die natürlich dann da auch ein bisschen günstiger sind. Ja, von der Qualität sind es aber dieselben wie bei Amazon. Ja, ihr seht schon, heute mal eine ganz andere Perspektive mit bewegbarer Kamera, ja, mit meinem Snooze-Crew. Da ich gesagt habe, Stativ brauche ich jetzt nicht wirklich, das kann ich auch mit der Hand drehen. Wir fangen erstmal mit dem Zeug von Amazon an. Und da haben wir hier einmal den sogenannten Windelsack. Das ist, da ist eine Schlaufe, da ist ein Reißverschluss. Das ist ein ziemlich großes etwas, so, und da kommen jetzt von nun an die nassen Stoffwindeln rein, da ich sonst, weil ich musste eh trennen, weil ich ja meine normale Wäsche auf 60 Grad wasche, und da kommt quasi alles rein, was ich auf 40 Grad wasche, sowie die Stoffwindeln. Ja, die werden auch bei 40 Grad sauber, weil bei den normalen Sachen, da ich viel mit Reißverschluss und so weiter habe, soll man die nicht mit denen zusammen waschen, also habe ich zumindest nicht vor, weil ich keinen Bock habe, dass diese Beschichtung innen drin weggeht, diese etwas glänzende Beschichtung, ist dieses Gummigedönse. So, dann, das war noch bei Amazon dabei, da komme ich aber später nochmal zu. Das sind Prefolds aus Baumwolle. Was das genau ist, wie gesagt, erkläre ich nachher, das sind 6 Stück. Ja, die Preise kann ich euch jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Die blende ich dann im Schnitt, werde ich sagen, blende ich euch die Preise ein, weil die habe ich jetzt so gar nicht im Kopf. Ja, liegt daran, da ich sie jetzt wirklich, wie gesagt, nicht im Kopf habe. So, dann war noch bei Amazon dabei, ganz wichtig, 2 neue Akkus für meine Sony Alpha 37. Sie gehen auch auf der Alpha 6000, Alpha 35 und so weiter. Link und so weiter von allen Produkten packe ich euch unten rein, auch von diesen hier mit den Mustern. Ja, die 2 plus einem Travel Charging war mit in der ganzen Geschichte, also das war quasi ein Paket. Entschuldigung, ihr müsst meinen Husten noch so ein bisschen, entschuldigen, ich bin immer noch erkältet. Und die sind für Quick Charging geeignet, was für mich sehr, sehr vorteilhaft ist. Ja, warum ich dieses Ladegerät genommen habe, lag daran, erstens, ich kann die Akkus reinstecken, habe eine vernünftige Akkuanzeige. Und der zweite Vorteil ist, über USB. Es war auch wieder so ein USB-Kabel dabei, das habe ich natürlich nicht ausgepackt, weil ich habe so viele gebraucht, die hier rumfliegen, da liegt das neue, dann kommt einfach in der Kiste, fertig. Bedienungsanleitung. Ich habe jetzt hier schon mal 3 ausgepackt, sie kommen in so einer schönen Folie, ja, also nicht so, die werden in so einer etwas nicht lichtdurchlässigen und nicht sichtbare Folie, was drin ist. Ich habe sie hier, das war die Originalfolie, die ist, wie gesagt, blickdicht im Normalfall. Und da waren die 5 Stück drin. Es kommen ja nochmal welche zu mir. Von meinen anderen, wo ich habe. Ich habe ja schon 4 Stück. Die, wo im Livestream ab und zu aufgepasst haben, wissen, dass ich eine hellblaue, eine blaue, eine grüne und eine orange habe. Und von jeweils von den 4 Farben kommen nochmal 4 plus die 5 Stück, was ich jetzt hier habe, bin ich dann bei 45 Stück. 2 sind noch eingepackt, muss ich noch auspacken. Also das gibt dann einen Haufen Müll, ja, weil alles in Plastikfolie eingewickelt war. Und da gibt jetzt nochmal eine ganze Menge gelber Sack. Ja. Zum Stoffwindeln sage ich noch was, die waren jetzt wie gesagt von Wish. Ich werde auch meine mal zum Vergleich noch mit herholen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer anderen Perspektive und dann erkläre ich euch einiges noch dazu. Dann probieren wir auch hier das Ladegerät aus und ja, bis gleich. So, wie versprochen, jetzt aus einer anderen Perspektive. Ich entschuldige mich auch schon mal für den beschissenen Ton heute, da ich, wie gesagt, in meiner Erkältung noch so ein bisschen zu kämpfen habe und es so ein bisschen schwer ist für mich, das Reden. So, den Windelsack, so heißt der wirklich, den packe ich jetzt auf Seite. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen, aber für zu Hause war mir der XL irgendwie am wichtigsten. So, die 2 packe ich auch mal auf die Seite. So, ich würde sagen, wir kommen wie am Anfang erst zu dem ganzen Amazon-Zeug. Am einfachsten geht es das hier. Ich habe übrigens jetzt ein USB-Kabel gefunden, also es ist nicht das, es ist sogar noch eingetütet. Ich sag ja, ich habe da so viel von drin rumliegen. Erstmal hinten checken, mit was ich ihn versorgen darf. Input 2 Ampere, steht auch schön drauf, finde ich nice. Mit 2 Ampere, also man kann mit niedriger auch laden, aber dann dauert es länger.
Und da meine Powerbank beide Anschlüsse besitzt, kann ich jetzt schön mit 2 Ampere ihm den Akku versorgen. Er sagt jetzt auch hier Channel 1, Channel 2. Ich hoffe, man kann es sehen. Und ich hole euch mal näher ran. So, Channel 1, Channel 2, Akku 1. Oh, gehen aber schwer rein hier. Naja, ich gehe mal aus, dass das noch besser wird, desto länger die in Benutzung sind. Ah, der Bildschirm wird auch schon blau. Und er ladet mir beide auf. So kann man es gleich besser erkennen. Nachdem meine Powerbank nicht ganz voll ist, typischerweise, werde ich dies dann gleich meinem richtigen USB-Ladegerät anschließen mit 2 Ampere. Habe ich auch, glaube ich, schon irgendwo eins rumliegen mit 2 Ampere. Ich habe nämlich da von diesen USB-Geräten, habe ich noch gleich 5 oder 6 Stück in jeglichen Stärken. Also ich kann alle möglichen Geräte laden. Da haben zum Beispiel hier steht auch drauf Cam. Das ist das Ladegerät für die Action Cams. Das bietet 1 Ampere pro USB-Anschluss. Da kommen dann die, wie gesagt, die Geschichten ran mit, ja, von der GoPro. So, von der billig GoPro. So, hier zu den Prefold. Aber bevor ich jetzt zu den Prefolds komme, brauche ich erstmal noch was, um euch da was zu zeigen. So. So. Also. Das ist ja eigentlich, da fehlt was. So, jetzt habe ich alles. So, das ist ein Molton-Tuch, das ist was dick gewebtes, man kann da nicht durchgucken. Die Motive sind jetzt nicht ganz so wichtig, sieht nämlich danach eh keiner. So, die falte ich mir, da rein falte ich dann noch zusätzlich ein Molton-Tuch, eine Mollwindel, so rum. Also Molton-Tuch, Mollwindel. Mollwindel, ihr seht schon, ist vielleicht ein bisschen dünner gewebt. Ist dadurch ein bisschen flauschiger, ist dadurch ein bisschen weicher. Und ja, für die Nacht habe ich dann meistens noch so einen kleinen Waschlappen von Kick, ist das, glaube ich. Das ist auch von Kick, glaube ich. Ich glaube. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich habe nämlich die Zettel weggeschnitten, weil die stören sonst. Da habe ich es natürlich nicht weggeschnitten, weil der ist recht weich. Das sind nochmal ungefähr 25, 30 Milliliter mehr. Das ist eine. Da komme ich mal irgendwann dazu, wenn die anderen Einlagen auch da sind. Wo ich gehofft habe, die kommen heute auch. Sind leider nicht gekommen. Es sind jetzt aber Einlagen für Kleinkinder. Die sind ein Stückchen kürzer als die für die Erwachsenen. Stoffwindeln. Aber die kann ich zum Beispiel auch noch 3 oder 4 von rumliegen. Ja. Um das aber alles in einem zu haben, gibt es sogenannte Prefolds. Wie gesagt, das sind jetzt 6 Stück von XQ. Ja. Das sind die Premium, das sind die längsten, was es gibt. Und ja, also es sind 6 Stück. Jetzt ist noch 5 auf dem Stapel, einen habe ich ja schon hier in der Hand. Und zwar Prefold ist recht witzig, es ist nämlich Baumwolle. Und zwar die ist in, hier sind so Striche, also solche Einknickungen. Das heißt quasi hier auf der Seite, hier und hier sind 3 unterschiedliche Teile. Hier sind 4 Lagen Stoff. Hier sind 8 Lagen und hier sind nochmal 4 Lagen. Ergibt im zusammengefalteten Zustand 16 Lagen Stoff. Und es ist deutlich dünner. Also die sind jetzt noch nicht gewaschen. Wenn die mal gewaschen sind, ich werde da jetzt nochmal so ein Stoffwindel-Video anfangen demnächst. Jetzt habe ich ja genug da. Wenn ich eine anhabe, kann ich nur 3 zeigen. Wenn ich keine habe, habe ich einen Weg an. Das ist immer so ein bisschen schlecht. Jetzt habe ich auch noch ein paar bunte da. Wie die gewaschen ausschauen, weiß ich nicht. Man muss die 3-mal waschen auf 60 Grad. Und erst ab dem 10. Mal haben sie ihre volle Saugleistung. Also sie sind zumindest dünner als die Falltechnik, was ich benutze. Ob die von der Länge hinkommen, das können wir mal gucken. Ich habe hier jetzt übrigens meine anderen Farben hergeholt. Eine kann ich euch nicht zeigen, das ist die dunkelgrau-blaue. Die ist nämlich in der Wäsche. Also das sind die, wo ich jetzt schon besitze mit den 9. Jetzt gucken wir das einfach mal. Man kann ja hier die Größe verschneiden. Aber da gibt es wie gesagt nochmal ein Stoffwindel-Video dazu. Findet ihr übrigens alles dann in der Playlist Stoffwindeln. Ja, gibt eine extra Playlist davon. So, das ist normalerweise die Länge, wo ich habe. Und es schaut gar nicht mal so schlecht aus.
Okay, wenn ich's lang ziehe, wird es dann schon so ein bisschen knapp vorne. Aber nachdem die dann natürlich dünner sind als die Einlagen, wo ich normalerweise falte, weiß ich, dass mir die Größe M in dem Fall wiederum zu groß ist. Ja. Von der Länge her, weil ich krieg's ja natürlich dann, weil meine Einlagen sind dreimal so dick, wenn ich die falte, kriege ich sie natürlich weiter nach oben und dann ist mir Größe M zu hoch, zu groß. Also würde ich da auf Größe S gehen, dann wird es auch passen. So, aber dann probieren wir alles aus, wenn dann alles gewaschen ist. So, die brauche ich natürlich nicht waschen, die einfachen, die habe ich ja gewaschen. Ja, die sind hier genauso aufgebaut. Ja. Also ich kann euch mal zeigen, die ist jetzt schon gewaschen worden, mehrmals. Also ihr seht, die hat schon so eine. Darunter. So, ihr seht schon, die hat schon eine leichte gräuliche Färbung. Aber das kommt durchs Waschen. Von der Größe her sind sie gleich. Gehe ich mal von aus. Wir checken das mal ab. Ja. Vom Umfang sind sie gleich, weil es gibt nämlich zwei Modelle. Das eine Modell ist vom Umfang ein bisschen kleiner. Aber wie gesagt, sie sind genauso aufgebaut. So. Was ich übrigens so nice finde, man merkt die Nässe nicht. Also jetzt fühlt sie sich richtig kratzig an, das geht gar nicht. Weil sie halt einfach noch nicht gewaschen ist. Die sind jetzt wirklich weich. Ja, die ist so ein bisschen komisch. Wenn die ein, zwei Mal gewaschen ist, ist das auch weg. Die gefaltete Einlage wird hier quasi reingeschoben. Das ist alles. Also mit der Einlage die Hand rein. Ja, und fertig auf gut Deutsch. Aber wie gesagt, es gibt noch mal ein Stoffwindelvideo. Wann steht noch in den Sternen? Weil ich ja noch gar nicht weiß, wie es demnächst in meiner Stimme weitergeht. Weil, also die Stimme werde ich irgendwann hoffentlich wieder ganz bekommen. Ich merke auch jetzt, es wird schon wieder so richtig anstrengend für mich. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt von mir, eurem Babylon 07. Ich werde jetzt alles in den, wo ist er jetzt wieder? In den Windelsack reinstoppen. Mal gucken, ob wenn der voll ist, ob das dann mehr oder weniger als eine Waschmaschine ergibt. Ich würde sagen, wie gesagt, das war's jetzt von mir, euer Babylon 07. Ich gehe jetzt Wäsche waschen und ja, freut euch einfach auf das nächste Video. Bis die Tage denn. Ciao, euer Babylolo 007.